Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Tokenmaker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden uns heute mit einer Botschaft von deinem geistigen Team auseinandersetzen. Zum geistigen Team gehören eigentlich alle unterstützenden, lehrenden, dich begleitenden Geistwesen. Das ist insofern interessant, als dass wir uns dann nicht darauf beschränken, ob das jetzt zum Beispiel ein Engel ist, ob das ein Naturspirit ist. Oder ob das zum Beispiel ein Ahne ist, sondern einfach sagen, nee, du hast ein komplettes Team und die interagieren mit dir. So, und wir werden jetzt gleich einmal starten. Geistiges Team von Stapel Nummer 1. Zeig mir bitte. Na, guck mal, da springt sie schon. Dankeschön. Geistiges Team von Stapel Nummer 2. Zeig mir bitte. Das finde ich immer witzig, wenn es schon zu stark springt. Geistiges Team von Deck Nummer 3, zeig mir bitte, dass du Deck Nummer 3 zeigen möchtest. Da kommt aber noch eine zweite Karte zu, die spiele ich schon. Dankeschön. So, meine Lieben, das ging mega fix. Finde ich immer wieder lustig, so zu erleben, wenn man sonst die Konzentration aufbaut, dass dann sofort die Karte fluppt. Das macht irgendwie, ja, ist witzig irgendwie. So. Wer das noch nicht kennt, einmal kurz zur Erklärung. Wir sind hier in einem Auswahlorakel. Das heißt, ihr habt auch gleich eine Meditationssequenz nachgeschaltet, wo ihr in euch gehen könnt, so ein bisschen in euch spüren könnt, in Resonanz gehen könnt, was euch anzieht. Bedenkt bitte dabei, das Charakteristikum von diesen Kollektivlesungen, dazu zählen auch Auswahlorakel. Das ist nun mal einfach, dass wir die Hauptthemen eines Kollektives als Querschnitt sozusagen sehen. Wir können so ein paar Unterthemen sehen. Manchmal sind die sehr viel stärker ausgeprägt, manchmal nicht. Das liegt aber auch so daran, dass ihr sehr unterschiedliche Menschen natürlich seid und wenn ihr mit diesem Kollektivthemen zu tun habt, auch unterschiedlich graduiert sozusagen die Aspekte dieser Themen abgearbeitet habt. Ne? Das bedeutet dann, diejenigen, die schon sehr weit aus diesen Kollektivthemen, zu denen sie zwar noch gehören, aber nicht mehr in diesem Hauptaspekt vertreten sind, bei denen sind die Teilbotschaften einfach stärker. Also nicht wundern, ne, wenn ihr merkt, okay, hier beispielsweise beim Delfin, da spricht dich eine Farbe an und bei der Motte vielleicht dann der Stein selber, dann merkt ihr schon, okay, das sind Teilaspekte und das ist schon ein Hinweis auf, wo vielleicht so dieser Schlüsselaspekt drin sein könnte. Gut. Das ist der große Unterschied zu den Einzelsitzungen, weil bei den Einzelsitzungen haben wir natürlich, dadurch, dass wir so eine Direktverbindung haben, haben wir gar nicht diese anderen Zwischentöne mit dazwischen, sondern dann ist wirklich das, was bei dir anliegt, sichtbar. Und dann gehen wir auch im Dialog miteinander da anders darauf ein. Wenn du mir dann zum Beispiel sagen würdest, oh nee, das zieht mich total an, da ist wegen dem Thema, ich merke, dass das gerade viel mehr mit mir zu tun hat, als das, was ich ursprünglich angenommen habe. Ne? Das ist ja gar nicht mal so selten bei solchen Einzelsitzungen. Dann können wir darauf eingehen. Hier ist es immer so, dass ihr das selber als übertragen müsst. Ne? Das ist dann quasi mein Job in den Einzelsitzungen, dass ich das für euch übernehme. Wenn euch das interessiert, da oben habt ihr einmal den Hinweis dazu. Und ansonsten, ich räume jetzt gleich auf, ihr könnt in euch gehen. Bis gleich. Ciao. Hallo, Deck Nummer 1. Du hast dich für diesen Blaufluss entschieden. Ich zeige dir, also das Licht reflektiert ja ein ganz stark. Eigentlich glitzert der beim Drehen. So, das ist quasi eine andere. Da seht ihr es auch so ein bisschen, ne? Da seht ihr so richtig schön diesen glitzernden Schleier. Das ist eine andere Varietät zum Goldfluss. Die gibt es nicht wirklich als mineralisches Vorkommen. Das ist ein Stein, den sozusagen Mönche erfunden haben. Irgendwann im späteren Mittelalter, meine ich, war das angesiedelt. Und das ist ein erschaffener Stein. Ne? Das ist ähnlich wie die Opalite, die wir auch jetzt sehen. Das sind auch keine richtigen mineralischen, gewachsenen Opale, sondern das sind Quarze, die nachbearbeitet wurden. Auch die Engel-Aura-Quarze sind ja nachbearbeitet.
Um das Charakteristikum von allen nachbearbeiteten Kristallen oder erschaffenen Kristallen ist, die können Ladungsenergie aufnehmen. Sprich, derjenige, der das erschafft, die Emotionen, die er hat, die Gedanken, die er intensiv hat, die können diesen Stein übergehen. Deswegen sind solche Steine auch immer so eine Sache, wo man gucken muss, von wem hast du die, wie ist derjenige damit umgegangen im Erschaffungsprozess, etc. So, man kann die auch von Ladungsenergien befreien. Die allerdings damit erschaffen worden sind, sind die anders verankert. Da muss man ein bisschen damit sich auseinandersetzen, wie man damit arbeitet. So. Ganz grundsätzlich ist deswegen der Blaufluss, also das gilt auch für alle erschaffenen Steine, ne? Bis auf die Opalite, da sehen wir diese Regenbogengeschichten drin. Hier haben wir dieses Glitzern und dieses ganze Dunkelblau, wie du vom Nachthimmel hast. Ne? Da merken wir schon, oh, da werden Gedankenbilder wach. Die Opalite sind mehr so dieses Spektrum von Farben, ne? Und Regenbogen. Assoziation. Das hier ist eindeutig dieses Versinken ins Universum. So, deswegen sind diese Blauflüsse auch gar nicht mal so schlecht, wenn man zum Beispiel sagt, ich will durch Beobachtung, über Visualisierung, über den visuellen Sinn sozusagen in einen tranceähnlichen Zustand kommen. Das ist eine Technik. Und die ist auch gar nicht so selten. Allerdings muss das demjenigen liegen. Daher kommen zum Beispiel dieses Sehen am schwarzen Spiegel. Ne, dann hat man Gegenstände genommen, die schwarz poliert waren, weil sich sozusagen durch das Betrachten irgendwann deine Hirnwellen sozusagen eine Schwingung bekommen, die es dir leicht macht, von einem meditativen Zustand in einen tranceähnlichen Zustand zu gehen. Ne? Trance heißt, du bist sozusagen mit deinem Bewusstsein ausgedehnt in eine bestimmte Richtung, kannst es richtig aufsuchen, bist aber trotzdem noch verankert genug, um hier auch zu kommunizieren. Das ist tatsächlich nicht ganz so easy, aber das ist eigentlich ziemlich genau das, was wir in moderner Form zum Beispiel beim Channeling machen oder wenn wir hier Karten legen. Da benutzen wir auch eine Form von Trance. So, und um dieses Grundgefühl kennenzulernen, ne, wie gesagt, da muss man so ein bisschen gucken, ob einem das liegt. Das ist tatsächlich für diejenigen, die nicht zum visuellen Typ gehören und nicht Entspannung damit verknüpfen können, für die ist das schwierig. Das würde ich dann nicht empfehlen. Das ist eher Frustrationsquelle. Und wenn wir versuchen, so eine Technik zu erlernen und nur mit Frustration begegnet werden, ja, dann kann man sagen, es ist eine Herausforderung, Disziplin jetzt so ein bisschen zu erlernen. Auf der anderen Seite, mich als Pädagoge würde ich einfach auch sagen, ich finde die Effektivität und die Nachhaltigkeit hinter, ich habe Spaß bei einer Sache, wesentlich größer, als ich muss mich dafür quälen. Würde ich aus pädagogischen Sinn heraus nicht unbedingt empfehlen, dann sozusagen diesen Weg einzuschlagen, wenn er einem schwer fällt. So. Das heißt nicht, dass es nicht andere Wege gibt, ne? Da könnt ihr gerne auf andere Ebenen gehen. Führt aber jetzt auch zu weit weg, wenn wir da reingehen würden. Wichtig ist hier, das ist ein erschaffender Stein. Ne? Also da haben wir das Prinzip des Erschaffens und etwas Universales mit drin. Ne? Also auch dieses Trance mit dabei haben. Etwas, was in einer tieferen Ebene aufgesucht wird und sozusagen zum Erschaffen genutzt wird, steckt hier drin. So als Grundthematik. Weil ich auch den Stein immer entsprechend genutzt habe. Früher, ne? Der ist mittlerweile gereinigt. Nicht mehr einer meiner Arbeitssteine, aber das ist tatsächlich ein, den ich ursprünglich auch gelernt habe, für diese Technik zu nutzen. So, du hast spannenderweise den Delfin dazu. Und der Delfin, das ist in diesem Deck sozusagen der Heiler. Und das Spannende ist, Delfine haben eine ganz besondere Persönlichkeit. Das merkt man auch, wenn man mit Delfinen Kontakt hat, ganz real. Ne? Delfine sind einfach eine Säugetierart, die im Wasser lebt und die trotzdem eine ganz auffällige Persönlichkeit hat. Die auch im Vergleich zu anderen Säugetieren heraussticht. Und zwar nicht nur, weil es sich im Wasser befindet, sondern weil es Delfine sind. So. Das merkt ihr auch im übertragenen Sinne. Ihr müsst nicht unbedingt einem heilenden Beruf angehören. Aber viele von euch haben einen gewählt, intuitiv, weil sie sich darüber am besten ausdrücken können. Ne, das macht man automatisch dann. Aber das eigentliche, also die eigentliche Stärke vom Delfin ist nicht nur, wie soll ich sagen, das, was er dann zum Beruf gemacht hat,
sondern seine Persönlichkeit, weil die Persönlichkeit selbst, dadurch wie sie ist, vom Wesen her, bereits Heilprozesse allein durch Gespräche oder durch Präsenz zum Beispiel anregt. Einfach weil derjenige denkt, ist, also spricht und so ist, wie er ist in seinem Verhalten. Ne? Der ist ja authentisch meistens auch. Und das ist etwas, wovon andere Menschen profitieren. Ne? Das ist sozusagen jemand, der mit dem man sich unterhalten kann, nur so als Beispiel. Und vorher geht es einem ganz eklig, weil man zum Beispiel im Gedanken immer wieder ein bestimmtes Karussell aufgesucht hat, unfreiwillig, ohne dass es mir vielleicht auch klar war. Und der Vorgang beim Delfin ist nicht, der verliert die Energie. Ne? Also es ist nicht jemand, der sozusagen per se dann seine Energie abgibt. Das taucht auch auf, aber der heilende Vorgang entsteht nicht, weil der unbewusste Energievampirismus zu Kosten des Delfin-persönlichen, zu der Persönlichkeit, Delfin-Persönlichkeit, Entschuldigung, stattfindet, sondern weil der diese Persönlichkeit versteht, was in dem anderen vorgeht, entweder bewusst oder unbewusst und instinktiv angepasst darauf antwortet. Und zwar ohne vielleicht bewusst in diese Richtung zu gehen, sondern einfach nur, weil er oder sie seine Gedanken äußert. Und durch diesen Diskurs ist plötzlich bei dem anderen dieser Aha-Moment da. Und dadurch löst sich das. Nicht, weil eine Energie übertragen wird, sondern weil im Grunde genommen durch die Anwesenheit dieser Person der andere in einen Denkprozess oder in ähnliche Prozesse kommt. Also das ist tatsächlich eine mega, mega starke Heilerfähigkeit. So, und das muss kein heilender Beruf hinter gewählt werden, aber die meisten tun es einfach. Ne? Das hängt einfach damit zusammen, dass man da dann am besten sich ausdrücken und wirken kann. So, geistiges Team von Deck Nummer 1. Zeig uns bitte deine Ergänzung zur Hauptkarte. Die wollte eben schon springen. Und da haben wir, ganz spannend, ne? Oberste Karte. Das sind zu viele, aber das ist eindeutig für dich hier, weil hier auch schon dieser sehende Teil drin ist. Du hast den Seher mitliegen, meine Lieben. Wow. So, gucken wir mal hier mit rein. Und den Geistertänzer, ja, das passt. Das ist ein kleines bisschen doppelt gemoppelt, könnte man jetzt fast schon sagen. Im Grunde genommen sind das Facetten von ein und derselben Grundkraft. Gehen wir gleich mal drauf ein. Ich würde gerne noch eine Orakelkarte nachziehen und dann gehen wir hier mal tiefer in die Deutung. Geistiges Team von Deck Nummer 1. Zeig uns, guck mal, da springt es. Zeig uns bitte weitere Ergänzung. Und den hier und die hier kommt. Okay. Und unten haben wir die Alraune. Alraune sind Spätzünder. Das, was wir meinen, wenn wir sagen, oh, der war jetzt ein Spätzünder. Dieses Prinzip von wegen, jemand braucht sehr, sehr lange, um sozusagen voranzuschreiten in seinem Leben. Das verkörpert als Pflanze im Grunde genommen die Alraune. Weil die Alraune bildet erst einmal im Erdreich einen ganz, ganz großen, richtig tiefen Wurzelstock. Und relativ spät kommen dann erst die Blüten. Ne? Also das ist wirklich spannend. Die braucht teilweise zwischen 2 und 5 Jahre, bevor sie das erste Mal wirklich blüht. Und das tut sie auch jedes Mal, wenn du sie versetzt. Also das hat nichts mit der Größe der Alraune im eigentlichen Sinne zu tun, sondern das hat mehr was damit zu tun, wenn du sie umsetzt, dann verwurzelt sie sich neu, egal wie gut du versucht hast, das den Wurzelballen unten unbeschadet vielleicht neu in Erde zu bringen. Habe ich selbst in Erfahrung gebracht, war sehr spannend. So, das ist immer für euch so der Hinweis für, man darf auch spät erblühen. Ne? Macht ihr da keinen Druck. So. Ah, okay. Wir sehen hier so eine Kombination aus mehreren Dingen. Zum einen hast du hier mit der Brombeere den Hinweis, du hast alle Fähigkeiten beisammen. Ne? Du musst sie nur noch richtig miteinander verbinden, mehr miteinander vernetzen und loslegen. Ne? Also du hast hier schon ganz stark den Hinweis, du bist ein Heiler, du hast die sehenden Fähigkeiten. Und selbst wenn du nicht das zweite Gesicht im klassischen Sinne hast, ne, das ist uns eine schöne Umschreibung dafür,
sozusagen hell zu sehen, sondern da kann auch hell hören, hell riechen, hell fühlen hinterstecken. Das sind allgemein die Hellsinne. So, und dieses Sehersein bezieht sich auch darauf, dass du sozusagen zwischen den Ebenen schauen kannst. Das ist nicht nur dieses, dass du sozusagen die Energiekörper von Menschen wahrnimmst und das, was die abstrahlen, sondern du kannst auch mit diesem sehenden Aspekt, mit dem Bewusstsein arbeiten, das Bewusstsein zu erweitern, erlernen und dann verschiedene Bewusstseinsebenen aufzusuchen. Ne? Zum Beispiel die der Tier-Spirits sehen wir zum Beispiel hier unten. Und dieser Technik, dieses sein Bewusstsein zu erweitern, das brauchst du, um die Idee des Geistertänzers umsetzen zu können. Ne? Da ist dieses körperliche Tanzen, der körperliche Ausdruck, ein Teil von dem Trance-Prozess im Grunde genommen. Ne? Oder ein Teil von dem beschwörenden Ritual. Das ist nicht ganz klar abgetrennt. Das geht teilweise ineinander über, weil das eine das andere ehrlich gesagt bedingt. Wichtig für dich ist, dass dir bewusst wird, dass das auch ein Teil von deinen Fähigkeiten ist. Der Geistertänzer, der hat durchaus Kontakt zu Spirits, die zu den Ahnengeistern gehören. Und das können sowohl friedvolle Ahnen als auch noch unbefriedete Ahnen sein. Das ist nicht getrennt. Geistertänzer beschwören mehr Energie, wohingegen Seher sie sich ansehen. Ne? Die wandern eher dorthin und gucken sich das an. Geistertänzer kann auch die Energie herrufen. Das ist der größte Unterschied zwischen den beiden. Aber beide fußen auf den gleichen Grundmechanismen. Ne? Und je besser die Basis da trainiert worden ist, desto besser kannst du auch das in den beiden Bereichen rein switchen und anpassen dementsprechend. Du hast hier noch die Vogelmeere, die japanische, als Glückssymbol und auch den Aphodil. Ne, das ist so ein bisschen dieses, hier sprechen wir von der Sehnsucht, etwas zurückholen oder zurückfinden. Und hier ist dieses Glück dadurch auch empfinden. Wir holen uns mal das Tarot mit dazu und gucken, was als Ergänzung dazu kommt, weil das hier unten nicht ganz so klar ist. Geistiges Team von Deck Nummer 1, zeig uns bitte abschließende Ergänzung zu deinem Orakelblatt, deine Botschaft genau zu erfassen. 8 der Stäbe, der gehängte Mann, 9 der Stäbe, das Urteil. Und die würde ich sagen. Das ist die Sonne und das ist die Stärke. Was wir so ein bisschen sehen hier, ne? Mit dem Aphodil, der sich eher zum Seher hier drunter befindet. Das ist so ein bisschen wie, das eher eine Sehnsucht zu diesem Aspekt, aber dieser gehört genauso zu dir. So, und zu diesem Aspekt gehört, sich auch mit der Ahnenlinie intensiv auseinanderzusetzen. Weil die Ahnen dadurch, dass du sie verkörperst, ne, also die sind ja im Prinzip deine genetischen oder die Lieferanten deines Genpools, könnten wir jetzt mal so formulieren, um das so ein bisschen salopp auszudrücken, du bist Ausdruck von ihnen. Du kannst nicht verbunden sein mit deinen Ahnen. Das geht gar nicht, weil du einen physischen Körper hast. Und bei einigen von uns ist das so, dass wir zum Beispiel die Geschichten unserer Familien wiederholen. Und das liegt einfach daran, dass im epigenetischen Gedächtnis Informationen mit an dich weiterübergeben worden sind. So, und dieser Geistertänzer-Aspekt hier, der kann auch insofern zur Heilung genutzt werden, sich damit auseinanderzusetzen, was da als Veranlagung drin war und was es aufzulösen gilt. Und in dem Moment, wo du das auflöst, erfährst du dieses Glück hier. Ein Teil von euch wird das auch schon getan haben. Ein Teil von euch hat das noch nicht gemacht.
Ne, der hadert hier noch so ein bisschen. Deswegen haben wir den gehängten Mann liegen. Das ist so ein bisschen dieses, das fühlt sich so ein bisschen, als würde hier, auch gerade weil wir das Urteil haben und die neuen der Stäbe, als wäre hier irgendwann zu diesem Ahnenaspekt so ein bisschen so ein Blick gebildet worden, der dir da auch den Zugang zu auf einer mentalen Ebene so ein bisschen verstellt, ne? Wo du einen Glaubenssatz hast. So, und hier geht es eigentlich darum, das zu reflektieren, weil du kannst unglaublich viel im Prinzip, wenn du diese Auflösungsarbeit abgeschlossen hast, sozusagen an Wissen auch aus dieser Ebene in die Neuzeit bringen. Ne? Manche Zusammenhänge sind uns heute nicht mehr klar. Da ist tatsächlich diese Kombination wirklich gut geeignet, um nochmal hinter bestimmte Grundideen hintersteigen zu können, warum, wie sich was eigentlich ereignet hat. So, gerade wenn es zum Beispiel auch darum geht, dass man sich zum Beispiel, da können so Dinge reinfallen mit, warum ist das überhaupt in meiner Familie passiert? Ne? Dann kann zum Beispiel auch ein geheilter Ahne auftauchen und dir sozusagen erklären, ja, bis zu dem und dem Zeitpunkt konnten wir so und so leben, plötzlich ist die und die Veränderung eingetreten und wir mussten irgendetwas tun. Ne? Also da kriegst du schon sehr klare Informationen dann raus. So, und der Vorteil ist, du als Seher kannst das auch relativ gut und unvoreingenommen auseinanderdröseln. Ne? Auch wenn du diesen Aspekt lieber magst. So, aber das ist genauso Teil von dir. Und das Coole ist, wie gesagt, mit der Brombeere, das sagt ja eigentlich, du hast alle Teile zusammen, du musst sie nur zusammen umsetzen. So, das kann etwas sein, was sehr schnelllebig ist, wo du eine sehr schnelle Antwort kriegst, ne, wo man auch sagen könnte, ich möchte gerne zum Beispiel eine Vision kriegen, was ich hier eigentlich machen soll, ne, das kann es auch für dich heißen. Was ich hier unten eher sehe, ne, mit dem Urteil und den gängigen Mann und den neuen der Stäbe und so ein bisschen auch die Sonne, gerade weil sich hier hinten die Stärke abschließt, das sieht so ein bisschen aus, als würde die Situation von dir aufgrund eines alten Urteils bislang in einer bestimmten Art und Weise betrachtet werden. Und das gilt es zu reflektieren und nochmal sich genau anzugucken, weil du dich dadurch selber einschränkst, obwohl du das gar nicht musst, zum Beispiel. So, und das ist etwas, was du wahrscheinlich als Kind erlernt hast. Also das hier ist zeiträumlich eher Kindheit. Ne? Etwas, was du da erlernt hast. So, und dieses sich damit nochmal konstruktiv auseinandersetzen, das heißt nicht, dass du das, was du zum Beispiel damit wirklich verbindest, dass du das komplett ad acta legst oder so etwas. Aber es geht hier wirklich vor allem darum, sich damit intensiv auseinanderzusetzen, weil du damit einen Teil deiner eigenen Stärke freilegen würdest. Ne? Du kommst auch dadurch innerlich in Balance, weil du im Grunde genommen diesen befriedenden Aspekt, wovor auch Unruhe vielleicht in den Familiendramen in Anführungsstrichen war, bringst du selber durch deinen ich will schon Transzendenzprozess sagen. Vielleicht transzendiert ihr tatsächlich teilweise. Spannend. Dadurch, dass du das Ganze erlöst, kommst du in Balance. Die Familie kann in Balance kommen. Ne? Das ist diese Geschichte von wegen 7 Generationen vor dir und 7 Generationen nach dir. Kommen dadurch in Frieden. Und das führt unweigerlich zur inneren Balance. Das kann gar nicht anders gehen. Das ist eine bedingt das andere im Grunde genommen. Gut, meine Lieben, das war schon die Botschaft für euch. Wenn euch das weitergeholfen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Interesse an einem Einzelreading? Da oben habt ihr mal den Hinweis dazu. Ansonsten freue ich mich sehr auf eure Kommentare dort unten in der Box. Und abonniert die Glocke, damit wir uns wiedersehen können. An der Stelle sage ich euch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Hallo, Deck Nummer 2. Du hast dich für diesen ganz kleinen, süßen Augenachat entschieden. Ich stelle euch einmal ganz kurz scharf. So sieht er aus. Das ist wirklich nur ein ganz kleines, süßes Stückchen. Augenachate haben viel mit dem Thema Fokus zu tun. Ne? Das ist einfach aufgrund dieser Augensymbolik, den wir schalten. Das heißt, da hat es auch gleichzeitig diesen Aspekt von Konzentration, etwas, Konzentration, Fokus schärfen. Kraft an einem bestimmten Punkt zu konzentrieren. So, und du hast das schwarze Ei hier liegen, weil hier geht es um die Wahrheit für dich. Hier geht es um deine höhere Wahrheit, um die tiefere Wahrheit. Also das, was für dich sozusagen deine
Wahrheit ist, ne? Und damit meinst, ist das für dich etwas ganz konkret Pures, Reines, etwas Unverfälschtes, von menschlichen Blickwinkeln unverzerrt, ne? Also das ist schon sehr konkret, wahrheitssuchend und das dann auch ausdrücken wollen, ne? Selber ans Licht bringen wollen. Das ist ein Ei, weil das sozusagen von dir geboren wird. So. Geistiges Team von Deck Nummer 2. Zeig uns bitte weitere Ergänzungen zu deinem ausliegenden Orakelblatt. Das ist die Geste. Und das Maiglöckchen. Die, glaube ich, brauchen wir noch. Und unten haben wir den Efeu liegen. Zeige ich euch einmal. So, das war ja Efeu. Wir haben den Weißdorn. Und wir haben die Vogelbeere. So, kurze Erklärung vom Efeu. Der Efeu ist im Grunde genommen die Aufforderung, erstens deine Fortschritte selber zu sehen, ne? Und sich auch bewusst zu machen, dass du jedes Hindernis überwinden wirst. Der Efeu kann auf, also Efeuwein kann über eine Breite von so 5 bis 6 Metern und eine Höhe von über 10 Metern in so einem Jahr wachsen, wenn es richtig gut für den läuft. Also der ist, das ist wirklich eine Pflanze, die klettert überall rein und überall kann sich dran hochranken. Das ist sozusagen die Klettermeisterin schlechthin, die auch an Steilhängen einfach mal in die Senkrechte wächst. So, das macht dir da bewusst, was für Fortschritte du da machst und was für eine enorme Kraft du entwickeln kannst. So. Weil du hast hier in der Mitte die Distel und das Maiglöckchen. Ich fange schon an zu deuten, fällt mir gerade auf. Wir ziehen noch mal eine Karte nach und dann lege ich endgültig los. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ihr das zweite Deck nicht drin habt. Geistiges Team von Deck Nummer 2, zeig uns bitte eine letzte Ergänzung. Guck mal, da kommt sie doch. Der Donner. Ja, das passt doch mal zum Thema Konzentration, aber hallo. Ich glaube, das könnt ihr gar nicht so, jetzt könnt ihr sehen. Ich stelle sie euch noch mal ein bisschen schärfer. So, da seht ihr nämlich hier unten die Büffelherde. Ne? Und mit dem Donner verbinden wir ja dieses Geräusch, wenn diese Stampede, also diese Herde losmarschiert, losläuft und diese Kraft, die sie auch verkörpert, weil keiner wird sich auf die Idee kommen, sich da in den Weg mal zu stellen. Da ist ziemlich klar, was das Endresultat da mit demjenigen ist. Das bezieht sich darauf, dass sozusagen sich gerade, auch wenn du das Gefühl hast, hier sind unglaublich viele Hindernisse, ne? Du hast mit der Distel, dein Weg ist nicht unbedingt leicht, der ist teilweise richtig, richtig dornig. Aber er ist auch gleichzeitig unglaublich wichtig. Er ist für dich sehr, sehr wichtig. Er ist auch für deine Umwelt unglaublich wichtig, weil die Distel ist einer der wichtigsten Pflanzenarten, die ein breit gefächertes Spektrum von Befruchtern sozusagen mit Nahrung versorgen. Ne? Also das ist eine Pflanze, die gerade andere Lebewesen sehr, sehr gut versorgen kann und die ganz viel Stacheln eigentlich entwickelt hat, wo man einfach sagen muss, das hat sich die Natur super ausgedacht, weil die auch sonst ganz schnell weggefressen werden würde und dann haben wir es nicht mehr mit genug Nahrungsquellen für die Befruchter. Ne? Also das, was sozusagen dafür sorgen würde, dass wir in der freien Natur dann Obst und Gemüse und Samen und Saaten und Nüsse und sich überhaupt alles vollpflanzen kann, das wäre dann weg, ne? Weil die Insekten keine Nahrung mehr finden. Das heißt, du bist mit dem, was du entwickelst, Nährboden für andere. Ne? Nicht im Sinne von, die nutzen dich aus, sondern das, was du aufbaust, wird von denen aufgenommen. So, und das ist bei dir in deinem Leben so ein bisschen gerade, als würde sich die Kraft so zusammenziehen, als würde sich erstmal Druck aufbauen. Ne? Und dieser Donner, ihr wisst das alle, wie sich das anfühlt, wenn sich so ein Gewitter zusammenbraut. Man spürt diese Druckluftveränderung einfach. Man merkt, da passiert gleich was. Und etwas Ähnliches ist bei dir auch gerade los. Wichtig ist für dich, ne, gerade beim Thema schwarzes Ei, vertrau da auf dich,
Das ist, da kommt noch mehr. Das ist wie ein Aufbauen von Energie, bis dann wirklich dann die Bewegung losgeht. Hab Vertrauen, dass egal, wo dich das Leben hinbringt, du definitiv dort auch weiterkommen wirst, ne? Weil die Vogelbeere, die kann überall fruchten. Die wächst auch auf ganz kargen Bögen und setzt sich da durch. Und die kann auch überall ihre Inspiration rausziehen. Die ist nicht so sehr abhängig von bestimmten Bedingungen. Und das gilt auch für dich. Wir haben hier das Maiglöckchen. Sprich deine tiefen Sehnsüchte aus. Halt die nicht zurück. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel dich unglaublich frustriert fühlst, sprich das aus. Ne? Sag das. So, halt das nicht zurück. Halt dich aber auch nicht zurück, wenn es darum geht, in diesem Bereich tiefer reinzugehen. Ne? Du hast den Weißdorn hier liegen. Das spricht eigentlich dafür, dass so in deinem familiären Kontext, ich würde fast sagen, das ist mit einer der Gründe, weshalb das hier für dich teilweise sehr steinig war. Da hast du vielleicht in deiner Familie nicht die beste Konstellation von Anfang an gehabt und schwierigen Start oder im Lebensverlauf eher Stöcke zwischen die Beine geschmissen gekriegt, als den Weg freigemacht bekommen. Und auch das darf man aussprechen. Das darf man auch benennen. Das heißt nicht, dass man unversöhnlich ist. Ne? Das wird gerne verwechselt mit, wir kriegen so alle diesen Spruch sicherlich noch in unserem Kopf wachgerufen. Der Klügere gibt nach, ne? In gewisser Hinsicht stimmt das aber auch, aber das wird gerne genutzt, um so eine Art verbale Entmachtung eigentlich zu produzieren, ne? Weil nämlich gleichzeitig meistens dem jungen Mensch, dem das erzählt wird, gar nicht erklärt wird, wie er denn zum Beispiel dieses frustrierende Erlebnis, wo er zum Beispiel mit dem Kopf durch die Wand will, da gibt es ja Gründe für. So, und es gibt ja auch Gründe für diesen Konflikt, der da meistens mit zu tun hat. So, und immer wenn diese Kommentare kommen, dann will man die Situation beenden, aber eigentlich verlangt man nur, dass einer von den beiden das Ganze runterschluckt. Und dieses Runterschlucken, das kann sich dann hinterher als Erwachsener darin äußern, dass man sich zum Beispiel nicht traut, so richtig so seine Bedürfnisse auszudrücken oder seine Gefühle zu äußern. Ne? Auch richtig hinzuspüren, dieses Wahrnehmen von, was ist da in mir, was will da eigentlich erzählt werden. Das kann bei euch Männern auch dazu führen, dass ihr große Probleme habt, eure Emotionen wahrzunehmen und die auszusprechen. Und das ist ein Spannungsfeld. Das ist ein ganz problematisches Spannungsfeld, wo ihr an dem Punkt auch sehr unfair behandelt werdet. Und wo ihr aber auch nicht drum herum kommt, den Mut zu finden, das Aussprechen zu lernen. Na, also auch dann auch an euch adressiert, habt da den Mut, bleibt da bei euch. Lasst euch hier nicht entmutigen, sondern geht in dieses Aussprechen. So. Weil ihr erzeugt keinen Frieden, indem ihr runterschluckt. Ne? Frieden entsteht erst in euch und in eurem Feld, wenn da eine Dissonanz ist, wenn ihr euch traut, das in Ich-Botschaft auszusprechen und man dann in einen Diskurs geht, wie es besser geht. Dann erschafft man Frieden. Tut ihr das nicht, schluckt ihr eigentlich nur etwas runter und dadurch kann dieser Unfrieden weiterlaufen. So. Das dazu. Wir holen uns nochmal das Tarot mit dazu. Geistiges Team von Deck Nummer 2. Zeig uns bitte abschließende Ergänzung der Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Okay. Du hast den Erfolg hier liegen. Den Ritter der Stäbe. Ja, und den Ritter der Schwerter zusammen. Und die zwei der Kelche. Und daneben, beziehungsweise darunter, hast du das Schicksalsrad. Also, ich würde sagen, das hat wirklich mit dem Thema Familie zu tun und auch mit dem, ich will mich eigentlich mit demjenigen, ne, es soll Frieden wirklich einkehren. Ne? Wir haben eine Aussöhnungssituation bei den zwei der Kelchen hier liegen. Und das ist tatsächlich ein guter Freund, jemand,
mit dem du eigentlich eine Verbindung fürs Leben hast, ob Freundschaft, Partnerschaft, Elternschaft, ist vollkommen egal, aber das ist jemand, wo sozusagen Zwist ist. Und dadurch, dass wir hier den Weißdorn liegen haben, das wird irgendwas im Familienkontext sein bei euch. Trau dich, das anzusprechen. So. Du wirst da Erfolg mit haben. Und trau dich da auch, Entscheidungen zu fällen und die zu verfolgen. Ne? Du hast hier zwei Ritter nebeneinander und zwar beide Ritter, die schnell sind. Ne? Der eine ist ein bisschen impulsiver, der andere ist ein bisschen abenteuerlustiger. Aber du brauchst dieses Abenteuerlustige und auch dieses impulsiv oder aus dem Impuls heraus Entscheidungen fällen zu dürfen. Und das muss kommuniziert werden. Das nützt nichts im Namen von Bindung, das quasi zurückzuhalten. Ne? Das ist eine Wahrheit, die muss schon formuliert werden. So, weil dieses Zurückhalten eigentlich nur Schmerz generiert. Ne? Das ist etwas, was die Beziehung dann auch schwer macht. So, und du kriegst gerade hier gezeigt von deinem geistigen Team, dass du da auch Rückenwind bekommst. Wobei das hier schon eigentlich eher eine spirituelle Wahrheitssuche, Wahrheitsfindung ist. Aber das bezieht sich in irgendeinem Kontext interessanterweise bei dir auch auf die Beziehungsebene mit rein. Ne? Das, weil das hier ist eindeutig Beziehung, Familie in irgendeiner Form, eine Verbindung eher familiärer Natur. Gut, meine Lieben, das ist die Lösung für euch gewesen. Wenn euch das weitergeholfen hat, gerne mit einem Daumen hoch antworten. Habt ihr Interesse an einer Einzelsitzung? Da oben habt ihr einmal den Hinweis dazu. Ansonsten freue ich mich unten auf eure Kommentare. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Glocke aktiviert, weil dann können wir uns gleich wiedersehen. Können wir uns später wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, Deck Nummer 3. Du hast dich für diesen Apatit entschieden. So, ich stelle euch den einmal scharf. Apatite sind in der Regel in der blauen Varietät. Die gibt es auch in der gelben Varietät. Die haben dann aber etwas unterschiedliche Bedeutung. Die blaue Varietät, die wird ganz oft als Wasserstein benutzt, weil die als Heilstein genutzt, die dabei unterstützen sollen, besser zu verdauen. Ne? Also besser die Diätetik zu unterstützen, den Wasserunterhalt, Haushalt zu unterstützen, Entschuldigung. Apatite sollen also auf dieser Ebene jetzt übertragen, auf die geistige Ebene, dabei unterstützen, Elemente besser zu verdauen, besser aufzuschlüsseln, besser zu verarbeiten. Und als solche sind sie auch im übertragenen Sinne nicht nur für den Körper super, sondern auch, wenn es darum geht, sozusagen geistig etwas aufzuarbeiten und zu verdauen im geistigen Sinne. So, dazu hast du die Motte. Und die Motte, die spricht für eine Form von Getriebenheit, Ruhelosigkeit. Das ist so ein bisschen die Energie von, ich will gucken, ob das Gras grün, drüben nicht noch grüner ist. Nicht so wirklich seine Wurzeln auch finden können. Ne? Motten können sich, also Mottenenergie, Menschen, wo eine starke Mottenenergie ist, die können sich schlechter verwurzeln als andere. Die fühlen sich irgendwo nicht beständig an. Das hat verschiedene Auslöser. Ne? Und das möchte ich an der Stelle sehr bewertungsfrei nehmen. Warum das so ist, es ist erstmal so. So, und dazu hast du ja, oh, schön, mega. Dazu hast du die Ergänzung, nämlich den Phönix. So, und der Phönix ist sozusagen deine Wiedergeburt. Da brauchen wir aber definitiv Ergänzungskarten, weil da geht es ja darum, warum, wieso, weshalb. So. Geistiges Team von Deck Nummer 1. Zeig mir bitte eine ergänzende Schlüsselkarte. Der Kreis. Du findest deinen Platz. Nein, ist das schön. Oh. Also entweder ihr findet den jetzt oder habt den gefunden oder seid in diesem Findungsprozess. Der Kreis ist so ein unglaublich schönes Symbol. Ich mache euch den mal so ein bisschen, dass ihr den ein bisschen besser sehen könnt. So, ne, ihr seht hier die ganzen Handabdrücke.
Wenn ihr vorstellt, jeder Handabdruck davon auf in diesem Zirkel, das ist sozusagen ein Mitglied dieses Kreises, dieses Zirkels. Das ist sozusagen, ne, weiß ist dann ein Mitglied, die braunen, die roten Hände, die blauen. So, und das ist eine ganz tiefe Symbolik eigentlich, weil es einerseits bedeutet, dass man sich im Kreislauf des Lebens verordnen kann, dass man sich im Jahreskreis verordnen kann, dass man sich vielleicht sogar im, im Medizinrat sich verorten kann. Ne? Also wer mit Medizinrat arbeiten möchte, da ist jetzt nochmal der Hinweis für euch. Wer sagt, Jahreskreis klingelt bei mir, guckt mal da bitte rein. Weil da werden Schlüssellebensthemen durchgearbeitet im Laufe des Jahres. Das meint aber auch, dass man seinen Platz in der Linie, könnte sagen, seinen Platz in der Ahnenlinie einnimmt, und zwar als lebender Ahn. Ne? Das meint so ein bisschen, wie du bist das Bindeglied, das Jetzt-Bindeglied zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Ne? Also das ist eine ganz wichtige Schlüsselrolle, das zu verstehen und anzunehmen, was das eigentlich im tieferen Kontext für einen ganz persönlich bedeutet. Das ist super individuell. Klar gibt es da einige Grundmechanismen und ihr merkt schon, ich kann da stundenlang drüber reden. Aber der wichtigste Punkt, der allerwichtigste Punkt ist, dass durch dieses Verordnen im sozusagen deine Wurzelkraft zurückkehrt. Das ist das, was dich verwurzeln lässt, was dich ankommen lässt. So, und das löst sozusagen bei dir sozusagen fast wie so eine Wiedergeburt aus. Das ist so, als würdest du ankommen und dadurch regelrecht aufblühen, dich komplett entfalten. So, ich sehe gerade, der Akku wird gleich alle. Ich muss den einmal kurz wechseln. Bis gleich. So, dann lass uns doch mal mit dem Pflanzendeck hier weiterarbeiten. Geistiges Team von Deck Nummer 3, zeig uns bitte weitere Ergänzungen zu dem ausliegenden Orakelblatt, um dies vollständig zu verstehen. Okay, das ist das Gänseblümchen. Das ist die Klimatis, die auch richtig hier raufgesprungen ist. Ne? Das kann auch sein, dass es ein Familienthema bei dir ist, dass da was verarbeitet worden ist. Da steckt auch Thema Dankbarkeit rein. Gucken wir nochmal rein. Du hast die Zitrusfrucht und den Hopfen unten und unten drunter. Spannend, da hast du das Maiglöckchen. Das kann sein, dass Deck Nummer 2 nochmal euer Thema ist. Das kann sein, dass da einige von euch beide Decks brauchen oder dass euch das anzieht. Die Klimatis ist ja hier hingefallen, ne? Und wir hatten ja gesagt, wieso, weshalb, warum, warum Mottenenergie jetzt so präsent ist. Das kann sein, weil das hier mir so ganz prägnant im Kopf springt, das Thema Dankbarkeit, Ausdankbarkeit vermeintlicher Natur, sich zum Beispiel nicht trauen, sich weiterzuentwickeln. Weil zum Beispiel da die ein oder andere Person gibt, die sagt, ja, aber ich habe dir das ermöglicht, und man sich dann nicht traut zu sagen, ja, ich finde es toll, dass du das gemacht hast, aber jetzt kommt der nächste Schritt. Die Klimatis ist eigentlich der Hinweis, als Blume Hindernisse auch zu überwinden, ähnlich wie es der Hopfen oder der Efeu tut, aber sich selber dabei zum Erblühen zu bringen. So, und sich wirklich zu zeigen, zu erstrahlen. Und auch andere dadurch sozusagen zu faszinieren, ne, zu beeindrucken. Aber egal, wie weit ihr euch da entwickelt und wie sehr ihr zum Beispiel die Aufmerksamkeit von anderen bekommt, dass ihr nicht vergesst, wo ihr herkommt und wer euch auf diesem Weg begleitet hat. Das steht also einerseits dankbar, den Menschen gegenüber zu sein, die einem geprägt haben und begleitet haben, heißt nicht, dass man sich nicht weiterentwickeln darf. Und das wird ganz oft so ein bisschen auf einer emotionalen Ebene in Familienverbanden nämlich, nicht richtig torpediert, aber es wird auch nicht richtig gestartet. Das ist sowas ganz Subtiles, was dann auch dazu führt, dass jemand nicht richtig ankommen kann, weil er gar nicht das Gefühl hat, dass er aufblühen darf, ne? Dass er sich nicht irgendwo neu orientieren darf, sondern dass er irgendwie nur einen bestimmten Zweck erfüllen darf. Ne? Das ist alles die gleiche Kategorie. Sondern es gibt natürlich auch einige Menschen, die ganz klar sagen, hier, Beziehungsbotschaft, du darfst dich nicht weiterentwickeln, weil
davon wird unsere Beziehung bedroht, ne? Das gibt es ja. Und es gibt auch sehr offensichtliche Formen, so wie ich das jetzt eben einmal als Paradebeispiel genannt habe, aber es gibt auch so ganz kleine andere subtile Formen, wie zum Beispiel die Schwiegermama, die regelmäßig anrufen muss und dann jedes Mal wieder dieser wunderschöne Nebensatz fällt von wegen, ja, aber mein Sohn ist ja jetzt ja auch mit dir verheiratet, ich muss das ja auch respektieren, dass er jetzt mit dir verheiratet ist. Das ist schon so dieses unterschwellige, ich habe keine Selbstgrundgabe, sondern das ist ein indirektes emotionales Erpressen, was gleich kommt. Das ist schon der Vorbau dafür. Und das ist eins, wo man auch sagen darf, ne, im Sinne von Maiglöckchen, sag, was sich da wirklich bewegt. Sag ganz klar, du, Grenze, ne? War so nicht okay. So. Weil du darfst ankommen. Du darfst neu aufblühen. Du hast mit der Zitrusfrucht auch alle Begabungen zusammen. Ne? Du hast auch alle Kontakte. Ne? Das bezieht sich hier vor allem auf Vitamin B. Ne, du hast alles zusammen, um dich da weiterzuentwickeln. Wir sind hier mit dem Gänseblümchen. Da würde ich gleich nochmal eine Karte nachziehen, aber das spricht eigentlich von einem starken Verlust. Der kann auch dazu geführt haben, dass man sich hier entwurzelt fühlt. Ne? Also dieses Gefühl von, da ist irgendwas verloren gegangen, das kann ganz subtil sein. Das kann etwas sein von wegen, dass du das Gefühl hast, dass du gar nicht in diese Zeit gehörst oder dass du irgendwie so weit out of the box zum Beispiel denkst, dass du gar nicht irgendwie Kontakt zu den anderen aufnehmen kannst, ne, die dann mit dir zusammenarbeiten und. Das wurzelt eigentlich alles auf, da ist irgendeine Verbindung gerade nicht möglich, ne? Und das hat sehr oft mit dem Thema Verlust zu tun. Gerade weil du hier gerade das Gänseblümchen liegen hast, spricht das dafür, dass eine Form entweder menschlicher Verlust, sozialer Verlust, kann das sein, kann auch sein, dass der Beruf verloren wurde. Ne? Das Schöne ist, was auch immer da aus deinem Leben gegangen ist, auf einer energetischen Ebene, ist das nicht weg. Das kommt wieder, aber in gewandelter Form. Und das ist auch etwas, was dich beflügeln wird, ne? Was sozusagen dich zur Ruhe kommen lassen wird, weil du den Hopfen hier liegen hast. Und das entsteht unter anderem durch dieses sich verordnen in diesem Kreis, also die Symbolik von sich innerhalb dieses Kreises einen Platz finden, die ist sehr, sehr wichtig für dich. Das hat eine viel tiefere Bedeutung als jetzt oberflächlich nur in diesen Worten getragen. Das war jetzt etwas verstellt formuliert. Ich hoffe, ihr könnt ihn trotzdem folgen. Ich ziehe noch mal ein bisschen Tarot nach. Geistiges, guck mal, da fliegt die erste. Geistiges Team von Deck Nummer 3. Zeig mir bitte letzte Ergänzung, um eure Botschaft genau zu erfassen. Fünfter Stäbe, zweiter Schwerter hier unten, dann den Pagen der Schwerter, die sechster Stäbe, die Mäßigkeit, die zweiter Kelche, ja, ich würde sagen, da taucht wirklich nochmal Reste von oder Teile von Deck 2 sind hier noch mit drin. Und unten haben wir die 9 der Münzen sogar. Ne? Also. Das hat viel mit, sei es dir selbst wert, gönn dir auch diese Entwicklung. Ne? 9 der Münzen ist so dieses Luxus auch leben, so seinen eigenen Wert auch leben. Was wir hier sehen, ist so ein bisschen mit den Zweierschwertern, das ist das Gefühl, egal wie du dich entscheidest, ist sowieso falsch. Es hängt so ein bisschen damit zusammen, dass hier so ein bisschen so ein konkurrierendes Verhalten ist. Und ich würde auch sagen, ne, du hast auch große Erfolge in deinem Leben. Das fühlt sich auch so ein bisschen hier beruflich, mehr beruflich an als in anderen Kontexten. Aber hier gibt es eine Person, die dir sehr, sehr wichtig ist, die dir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Das kann in einer Partnerschaft sein, kann auf Freundesebene sein. Das ist auf jeden Fall jemand, mit dem du dich verbunden fühlst. Und
Das ist so ein bisschen, hat das so diese Energie von sich nicht bei diesem Wachstum gegenseitig tragen, sondern eher behindern. Ne, so ein ungesunder Wettbewerb ist hier zu spüren. Ich würde aber sagen, bei den meisten von euch ist nicht der Verlust durch diese Person entstanden, sondern der war vorher schon da. Es kann bei einigen wenigen sein, dass es die Angst ist, denjenigen zu verlieren. Beim Großteil von euch ist das aber nicht. Das ist tatsächlich etwas, was vorher schon da ist, was dieses nicht wirklich Fuß fassen Gefühl verstärkt. Du hast hier den Pagen der Schwerter liegen. Normalerweise meint der ja, etwas Neues zu lernen, einen Lehrberuf anzugehen, ne, etwas aus dem kognitiven Bereich zu erlernen. Das könnte sein, dass das hier so ein bisschen auch darauf anspielt, eine andere Einstellung einnehmen zu können in diesem Wettkampf. Ne, das ist nicht ganz Glaubenssatz hier, das hier bezieht sich eher in die Technik zu nutzen, um hier nicht zu deinen Ungunsten sozusagen im Wettstreit zu sein, sondern ausgeglichen zu sein. So. Und gleichzeitig hast du hier hinten noch die vier der Schwerter, was nochmal eine Form von zur Ruhe kommen ist. Und es kann bei einigen bedeuten, dass sozusagen diese Bindung hier auch so ein bisschen zum Erliegen kommt, so ein bisschen pausiert wird. Weil man zum Beispiel dem beeinflussenden Part Nein konsequent gegenüber sagt. Sagt, nee, das zu den Bedingungen nicht. Also wir haben hier keine eigene Grenzkarte, aber die Karte spricht von Grenzen. Ne? Also wir haben hier keine vom Tarot liegen, aber die hier spricht eigentlich vom Grenzen setzen. So. Und auch den Glauben an sich nicht aufgeben, ne, haben wir hier unten noch. Ich würde gerne eigentlich noch eine letzte Ergänzungskarte ziehen und dann gucken wir mal. Geistiges Team von Deck Nummer 3. Zeig mir bitte eine letzte. Ja, gut, nehmen wir die drei. Die vier sind sogar. Pagen der Stäbe, die vier der Stäbe, die neun der Kelche und den König der Stäbe. Also hier kommt nochmal richtig die Betonung. Du hast mit den Pagen der Stäbe, da geht es etwas darum, etwas Neues zu lernen, was deine Leidenschaft weckt. Es kann sein, dass das auch etwas ist, was du auf einer geistigen Ebene, ne? Also das hier ist Wissen eigentlich, ne? Dass das nicht rein künstlerisch leidenschaftlich ist, sondern dass auch etwa deine Leidenschaft im übertragenen Sinne für diesen Wissensbereich auch ist, ne? Dass du etwas erlernst. So. Du hast hier mit den vier der Stäben auch die Stabilität liegen, also dass du auch Teilschritte schaffst, ne? Was nochmal hier auch mit den sechs der Stäben ja zusammenläuft, von wegen nicht nur diesen Kampf zu sehen, sondern sich diesen Erfolgen zuzuwenden. Das hat so ein bisschen was davon, diese Lektion, die wir alle lernen müssen, nämlich dieses sich auf das, was du da dir vorschwebt, ne, deine Vision ist, hinzubewegen und nicht weiter den Dingen Aufmerksamkeit im Übermaß zu schenken, die du nicht mehr möchtest, ne? Weil dieses sich hinbewegen, drauf zubewegen, aktiv werden, zu den Dingen, die du mehren möchtest, ne, die deiner Zukunftsvision auch entsprechen, das ist das, was dich emotional auch glücklich macht, ne, was dich erfüllt macht. So. Das hat eine viel stärkere Tiefe für dich, eine viel stärkere Nachhaltigkeit, als, wenn du sozusagen in diesem Kämpfen verharrst, ne? Weil das kann auch eine ungesunde Wettkampfform werden, ne? Und ist es auch bei einigen von euch. So,
Und dadurch bist du auch teilweise, denke ich, mit auch ein Stück ausgelaugt. Ne? Also wenn ihr da das Bedürfnis habt zu sagen, boah, ich finde das gerade anstrengend, ich brauche eigentlich eine Pause, dann ist das hier nochmal eine Bestätigung. Das ist keine generelle Aussage zum Abbrechen. Ne? Das ist nur ein, da muss erstmal Ruhe reinkommen. Wie ihr das letzten Endes macht, das ist euch persönlich komplett überlassen. So. Meine Lieben, das ist quasi Lesung für euch gewesen. Wenn euch das weitergeholfen hat, gerne einen Daumen hoch antworten. Habt ihr Interesse an dem Einzelreading, dann guckt mal da oben einmal rein. Ich würde mich sehr auf die Kommentare unten in der Box freuen. Abonniert die Glocke, dass wir uns wiedersehen können. Und dann sage ich an dieser Stelle tschüss. Bis zum nächsten Mal.